Willkommen zu einer neuen Folge. So, machen wir als nächstes hier gleich da drinnen. Also, ich habe gehört, du bist die schnellste Biene in der Nähe des Bootshauses. Oh ja, ich kann so schnell wie Warp 8 sein. Oh. Ich dachte, da kommt noch mehr Blabla. Trophäe erhalten, schnelle Biene. Damit haben wir auch alle Rennen erledigt. Jetzt dürfte man nur noch Kämpfe haben. Pollen-Sammelaufgaben. Dann müssen wir eine oder zwei Bienen noch finden. Ja, ich glaube, das war's dann, oder? Aber waren das nicht immer fünf Nebenaufgabentypen oder gehörten die Weißen auch dazu? Grün für Sammeln, Blau für Rennen, Rot für Kämpfe, Rosa für Tanzen. Gab's nicht noch... Oh, nee, Gelb war die Hauptaufgaben. Die Spinnenkönigin. Ah, das heißt, wir könnten da eventuell jetzt den Eintrag bekommen. Spinne, wie schrecklich! Es ist immer so. Du siehst eine Spinne und nimmst an, dass ich eine blutrünstige Bestie bin. Vielleicht liegt es daran, dass Spinnen so sind? Nicht alle von uns. Zum Beispiel ist die Spinne Bagheera Kiplingi auf ausschließlich pflanzlicher Diät. Fast. Aha. Sie sind eine Bagheera Kiplingi-Spinne? Nein. Aber ich bin Vegetarierin. Wirklich. Ich esse Pollen. Kannst du mir etwas Orchideenpollen bringen? Bitte. Oh, alles klar. Wenn ich Orchideen sehe, bringe ich euch etwas Pollen. Okay, die zählt jetzt auch wieder nicht, oder wird? Ach man, okay. Orchideen beim Bootshaus? Dem Innenhof oder wird? Nee, doch nicht. So. Gleich sind wir da.
Das ist eine Falle, oder? Ich habe euch den Pollen gebracht, aber ich scheine festzusitzen. Im Spinnennetz? Und alle anderen Spinnen sagten, ich würde keine Fliege täuschen. Nun, ich habe eine Biene reingelegt. Du wirst eine süße Mahlzeit abgeben, Schatz. Ach ja? Passt auf! Okay. Oh, fuck. Meisterleistung, Spinnenhöhle und das haben wir dann auch gleich als Trophäe. Na gut, dann weiter mit der Hauptquest. Das Problem wird jetzt tatsächlich sein, die letzten Nebenaufgaben so zu finden. Neues Zuhause für uns da draußen finden. Natürlich. Auf zur Sonne, oder ist das der Mond? Ich habe keine Ahnung. Jung. Menschlicher Nahrung. So süß, aber gefährlich. Wenn wir hier wohnen wollen, sollte ich nach guten Blumen in der Nähe suchen. Zehn epische Blumen. Das ist lila, ne? Das ist nicht rot. Schöne Blumen. Die Bäume sind nicht groß genug. Aber was ist mit diesen Steinen? Manchmal haben sie große Spalten. Schade, keine Löcher oder Spalten. Aber diese Büsche könnten auch ein guter Ort sein. Ah, nee. Viel zu zweideutig manchmal. Bup. Büsche für ein Nest? Ich weiß ja nicht. Ja.
Das ist Wespengebiet und Wespen teilen nicht. Ich habe keine Angst vor dir, du egoistische Wespe. Ich bin bereit. Nur ein 100er Gegner. Egoistische Wespen. Sie denken, dass ihnen alles gehört. Aber Wespen sind keine guten Nachbarn. Ich sollte woanders suchen. So, was haben wir denn da? Eine Müll... Nee. Ah, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Das ist ein schöner Baumstamm, aber zu nah am Boden. Alles klar. Ich brauche eine bessere Sicht auf das Gebiet. Lass uns versuchen, höher zu fliegen. Das gibt's doch nicht. So, befreien wir uns hier noch schnell. Ui! Das ging jetzt aber schnell. Oh, scheiße. Wir kriegen diese Spinnen aber auch nicht ins Archiv, ne? Das ist... Döf. So, besserer Überblick. Okay. Eine Aussicht. Sag mal, vielleicht im Bootshaus. Lass uns rüberfliegen. Wow, das sind hochklasse Fenster. Ich meine, wenn du hier deine Wohnung zum Beispiel hättest, im Bootshaus hat man Kinder, aber ja, das wäre... Hui. Ach, da oben. Oh, in der Mitte. Es sieht sicher und gemütlich aus. Wow, ich wurde in diese Maschine gesaugt. Wo bin ich? Das ist nicht gut. Ich muss sofort wieder nach draußen. Alles klar, denk nach. Wie komme ich hier raus? Im Zweifelsfall fragt die Einheimischen. Gut, cool. Damit habe ich ja noch gar nicht gerechnet.
Und hier geht es dann in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze, bedanke mich. Bis denne.